Eines Tages trafen sich zwei Freunde zum Training. Yo, Victor! Ey, yo, Schuhheim! Knapp, Junge! Was machen wir heute? Du willst Langhantel rudern, mein Freund? Gar kein Problem, lass uns jetzt am besten losgehen. Doch vor dem Training kommt das Aufwärmen. 10 Minuten lang dabei am Rudergerät mit einer schönen mittelmäßigen Geschwindigkeit bei einer sehr guten Ausführung. Nun begeben sie sich zum Fitnessraum. Ihre nächste Aufgabe dabei ist das Langhantelrudern im Maximalkraftbereich, sprich 3x6 Wiederholung. Bis dann ein Missgeschick geschah. So, ein Bandscheibenvorfall tritt auf, wenn die Bandscheibe in der Wirbelsäule beschädigt oder verschoben ist. Die Wirbelsäule besteht dabei aus kleineren Knochen, den Wirbeln, die von flexiblen Scheiben, den Bandscheiben, voneinander getrennt sind. Normalerweise ist eine Bandscheibe zum Schutz zwischen den Wirbeln da, denn sie ermöglicht es überhaupt erst, den Wirbelsäulen sich frei zu bewegen und Stöße abzudämpfen. Also, ein Bandscheibenvorfall geschieht dann, wenn der äußere Teil einer Bandscheibe reißt oder sich sehr stark eben verschlechtert und der innere Kern, welches meistens eben gelartig ist oder eigentlich nur gelartig ist, eben austritt. Dieser Vorgang kann auf die Nerven der Wirbelsäule drücken und verschiedene Schmerzen eben verursachen. Es kommt eben darauf an, auf welcher Stelle eben der Wirbelsäule es betroffen ist, denn der Bandscheibenvorfall kann eben wie gesagt verschiedene Symptome, je nachdem wo es auftritt, verursachen. Zu den häufigsten Symptomen gehören Schmerzen im Rückenbereich, im Nacken, Taubheitsgefühle sowie Kribbeln oder eben auch Schwäche an den Beinen und eben an den Armen. Ein Bandscheibenvorfall kann eben durch die verschiedensten Faktoren beeinflusst werden, wie eben durch das Alter oder eben auch an der schlechten Körperhaltung oder zumeist eben auch an Verletzung der Wirbelsäule, wie auch eben einer übermäßigen Belastung der Wirbelsäule. Und das alles bildet eben die Wirbelsäule. Und somit kommen wir auch schon zum Aufbau eines Wirbelkörpers. Die wichtigsten Bestandteile von ihr sind zum einen der Wirbelbogen. Der Wirbelkörper wird von einem Wirbelbogen umgeben, der sich nach oben und unten erstreckt und einen hufeisenförmigen Knochenring bildet. Der Wirbelbogen besteht aus 2 Pedikeln, also so etwas wie Stiele, die seitlich mit dem Wirbelkörper verbunden sind und 2 Querfortsätzen, die seitlich vom Wirbelbogen abragen. Ein Fortsatz ist dabei die Verlängerung von einem Körperteil wie eines Wirbelkörpers. Das Wirbelloch. Der Wirbelbogen umschließt das Wirbelloch oder das Wirbelkanal genannte innere Hohlraum, in dem sich das Rückenmark befindet. Die Wirbelgelenke. An den Querfortsätzen und am Wirbelbogen befinden sich Gelenkflächen, an denen benachbarte Wirbeln miteinander verbunden sind. Diese Gelenke ermöglichen Bewegung der Wirbelsäule. Die Wirbelkörperknorpel. Die Oberfläche des Wirbelkörpers ist mit einer dünnen Schicht aus Knorpelgewebe bedeckt und, wie eben auch genannt, als Bandscheibe bezeichnet wird. Die Wirbelsäule ist eine komplexe Struktur aus knöchernden Wirbeln, Bandscheibenbändern und Muskeln. Sie erstreckt sich entlang des Rückens und bildet das zentrale Stützgerüst des menschlichen Körpers. Wie ihr augenscheinlich auch erkennt, hat die Wirbelsäule eine natürliche Krümmung in der Hals- und Lendenwirbelsäule als auch in der Brustwirbelsäule, denn diese Krümmung soll dabei helfen, Belastungen auszugleichen und die Aufrechterhaltung zu unterstützen. Die Wirbelsäule besteht dabei aus einer Reihe von Wirbeln, die eben von der Bandscheibe unterteilt werden. In einem erwachsenen Körper beispielsweise befinden sich so circa 34 Wirbeln und die werden eben nochmal unterteilt in insgesamt 5 Abschnitten. Beginnen wir mit der Halswirbelsäule, denn sie streckt sich von C1 bis insgesamt C7 aus und der Brustwirbelsäule von T1 bis T12 und eben auch der Lendenwirbelsäule von L1 bis L5. Weitergehend mit dem Steißbein, was ca. 5 Wirbel hat, und eben auch das Kreuzbein, was eben so ca. 4 hat.
Die Buchstaben dahinter bedeuten einfach nichts weiter als einfach nur die lateinischen Begriffe. Also beispielsweise eben für Halswirbelsäule wäre das eben cervical, also Hals. Und eben für die Brustwirbelsäule wäre das eben thoracic, das heißt einfach nur Brust. Und für die Lendenwirbelsäule wäre das eben lumbar, also Lenden. Da wir jetzt wissen, was die Definition von einem Bandscheibenvorfall ist, sollten wir lernen, wie die Diagnose darunter zu verstehen ist. Was ist eine Diagnose? Diagnostik ist der Prozess der Identifizierung, Erkennung und Bewertung von Krankheiten oder Gesundheitszuständen mit Hilfe verschiedener Verfahren und Tests, um eine genaue Diagnose zu stellen und den geeigneten Behandlungsplan festzulegen. Es umfasst physische Untersuchungen, Anamnese, Laboruntersuchungen, bildgebende Verfahren und Gewebeentnahmen. Diagnostik ist entscheidend für die genaue Diagnosestellung, Früherkennung von Krankheiten und die Überwachung des Krankheitsverlaufs. Welche diagnostischen Verfahren werden typischerweise zur Untersuchung einer Erkrankung eingesetzt? Dazu habe ich mir 7 kurze Punkte ausgesucht, die ich jetzt hier kurz in Erwähnung bringe. An erster Stelle die Anamnese und körperliche Untersuchung. Darauf folgt die Laboruntersuchungen, bildgebende Verfahren wie Röntgen, CT, MRT und Ultraschall, Endoskopie, Biopsie, Funktionsprüfungen und genetische Tests. Wie zuverlässig sind diese diagnostischen Tests oder Verfahren? Die Zuverlässigkeit der diagnostischen Tests hängt von der Art der Erkrankung und dem spezifischen Test ab. Sensitivität und Spezifität sind Kennzahlen zur Bewertung der Genauigkeit. Kein Test ist zu 100% fehlerfrei und falsch positive oder falsch negative Erkenntnisse können auftreten. Welche Risiken oder Einschränkungen sind mit den diagnostischen Verfahren verbunden? Für die Diagnose eines Bandscheibenvorfalls werden in der Regel folgende bildgebende Verfahren eingesetzt. An erster Stelle die Magnetresonanztomographie, auch kurz MRT genannt. Das MRT liefert detaillierte Bilder der Wirbelsäule und ihrer Strukturen. Es kann Bandscheibenvorfälle genau lokalisieren und den Zustand der umgebenden Gewebe beurteilen. Und an zweiter Stelle die Computertomographie, auch kurz das CT genannt. Die CT kann zusätzliche Informationen liefern, insbesondere über die Knochenstrukturen der Wirbelsäule. Sie kann auch zur Darstellung von Kompressionen oder Nervenwurzeln verwendet werden. Diese bildgebenden Verfahren helfen bei der Beurteilung eines Bandscheibenvorfalls, indem sie den genauen Ort des Vorfalls, den Grad der Kompression auf Nervenstrukturen und das Ausmaß der entzündlichen oder degenerativen Veränderungen in der Umgebung der Bandscheibe darstellen können. Dies ermöglicht eine präzise Diagnose und eine gezielte Behandlungsplanung. Da wir jetzt wissen, dass es 2 bildgebende Verfahren gibt, das CT und das MRT, ist die Frage, welches Verfahren von beiden eignet sich am besten bei der Untersuchung von Bandscheiben und wieso? Nun gut, für die Untersuchung von Bandscheiben ist die Magnetresonanztomographie, also MRT, in der Regel das bevorzugte Verfahren. Das MRT bietet mehr detaillierte Informationen über die Bandscheiben und ihre umgebenden Strukturen im Vergleich zum CT. Es kann die Bandscheiben in verschiedenen Ebenen darstellen, ihre Form, Höhe und mögliche Veränderungen wie Vorwölbungen oder Vorfall genau erfassen. Zudem kann das MRT auch Weichteilstrukturen wie Nervmuskeln und Bänder visualisieren und somit eine umfassende Beurteilung der betroffenen Wirbelsäule ermöglichen. Da die Bandscheiben hauptsächlich aus weichem Gewebe bestehen, das im MRT besser sichtbar ist, bietet dieses Verfahren eine höhere Sensitivität bei der Erkennung von Bandscheibenvorfällen. Das CT hingegen eignet sich eher zur Darstellung der Knochenstrukturen und wird in bestimmten Fällen eingesetzt, um zusätzliche Informationen zu liefern oder bei spezifischen Fragestellungen wie der Beurteilung der knöchernen Komponenten eines Bandscheibenvorfalls. Es gibt verschiedene Arten von Bandscheibenvorfall. Zum ersten gibt es den zentralen Bandscheibenvorfall. Der trifft auf, wenn der Kern der Bandscheibe direkt in das Rückenmark drückt. Dann gibt es noch den lateralen Bandscheibenvorfall. Der trifft auf, wenn der Kern der Bandscheibe in den Spinalkanal eindringt und auf die Nervenwurzel drückt. Zum Schluss gibt es noch den foraminalen Bandscheibenvorfall. Der trifft auf, wenn der Kern der Bandscheibe in den Foramen intervertebrale, den Zwischenraum zwischen den Wirbeln, eindringt und auf die Nervenwurzel drückt. Welche chirurgische Verfahren gibt es? Ein chirurgisches Verfahren ist die Mikrodestrektomie. Es ist ein minimalinvasives Verfahren zur Behandlung von Bandscheibenvorfällen. Bei diesem Verfahren wird ein kleiner Schnitt in der Haut gemacht und ein Tubus wird in das Gewebe eingeführt, um den betroffenen Bereich zu erreichen. Anschließend wird ein kleiner Teil des Wirbelbogens entfernt, um Zugang zur betroffenen Bandscheibe zu erhalten. Der Chirurg entfernt dann Teile der Bandscheibe, der auf der Nervenwurzel drückt. Der Tubus wird dann entfernt und der Schnitt in der Haut wird genäht. Da dieses Verfahren minimalinvasiv ist, ist die Erholungszeit im Allgemeinen kürzer als bei traditionellen offenen Operationen. Welche konservativen, nicht-chirurgischen Behandlungsarten gibt es, um einen Bandscheibenvorfall zu behandeln?
Wenn ein Bandscheibenvorfall im Lendenwirbelbereich Beschwerden verursacht, reicht meist eine konservative Behandlung aus. Dazu gehören vor allem Bewegung, Entspannung und Entlastung, schmerzlindernde Medikamente als Tabletten oder Spritzen, sowie manuelle und physikalische Therapien. Die physikalischen Therapien finden meist beim Physiotherapeuten statt. Er stärkt dabei die Muskulatur um den Wirbel und um die Flexibilität zu verbessern. Welche Verhaltensweisen und Gewohnheiten können helfen, die Wirbelsäulengesundheit zu fördern? Eine regelmäßige Bewegung. Bei der regelmäßigen Bewegung wird der Muskel gestärkt und die Flexibilität der Wirbelsäulen wird erhalten. Eine gute Körperhaltung. Eine gute Körperhaltung kann helfen, den Druck auf den Wirbelsäulen zu reduzieren. Eine gesunde Ernährung. Eine gesunde Ernährung kann helfen, das Körpergewicht zu kontrollieren und die Gesundheit der Wirbelsäulen zu fördern. Ausreichend Schlaf. Ausreichend Schlaf kann helfen, den Muskel zu entspannen und die Erholung der Wirbelsäulen zu fördern. Vermeiden vom Rauchen. Rauchen kann die Gesundheit der Wirbelsäulen beeinträchtigen, indem es die Durchblutung reduziert und die Knochenstruktur schwächt. Welche Übungen oder physikalischen Therapien können zur Linderung von Beschwerden beitragen? Es gibt viele Übungen und physikalischen Therapien, die zur Linderung von Beschwerden beitragen können, wie zum Beispiel Dehnübungen. Dehnübungen können helfen, die Flexibilität der Muskeln und der Wirbelsäule zu verbessern. Krafttraining. Krafttraining kann helfen, die Muskeln zu stärken und die Wirbelsäule zu stabilisieren. Massage. Massagen können helfen, die Muskeln zu entspannen und die Durchblutung zu verbessern. Wärme- und Kältetherapie. Wärme- und Kältetherapie können helfen, Schmerzen und Entzündungen zu reduzieren. Elektrotherapie. Elektrotherapie kann helfen, Schmerzen zu reduzieren und die Muskeln zu stimulieren. Akupunktur. Akupunktur kann helfen, Schmerzen zu reduzieren und die Durchblutung zu verbessern. Da wir jetzt wissen, wie ein Bandscheibenvorfall entsteht und wie die Diagnose verläuft, müssen wir auch demnach wissen, wie wir Menschen uns rehabilitieren können. Dazu gibt es verschiedene Übungen. Jedoch müssen wir erstmal wissen, was die Rehabilitation von Bandscheibenvorfällen überhaupt ist. Die Rehabilitation zielt darauf ab, die Schmerzen zu lindern, die Beweglichkeit wiederherzustellen und die Rückkehr zu normalen Aktivitäten zu ermöglichen. Konservative Behandlungsansätze werden in der Regel als erste Option empfohlen. Es sei denn, der Bandscheibenvorfall ist schwerwiegend oder mit schweren neurologischen Symptomen verbunden. Die konservative Rehabilitation kann physiotherapeutische Maßnahmen wie spezifische Übungen, manuelle Therapie, Traktion und Elektrotherapie umfassen. Ziel ist es, die Muskulatur zu kräftigen, die Flexibilität zu verbessern und die Haltung und Körpermechanik zu optimieren, um weitere Belastungen der Bandscheiben zu reduzieren. Bei Bedarf kann auch eine Schmerzbehandlung eingesetzt werden, beispielsweise durch entzündungshemmende Medikamente oder Injektionen. Prävention von Bandscheibenvorfällen. Die Prävention von Bandscheibenvorfällen zielt darauf ab, das Risiko eines Vorfalls zu verringern und die allgemeine Wirbelsäulengesundheit zu fördern. Regelmäßige körperliche Aktivität und gezieltes Training, insbesondere zur Stärkung der Rumpf- und Rückenmuskulatur, sind wichtig, um die Wirbelsäule zu unterstützen und die Belastung der Bandscheiben zu reduzieren. Eine gute Körperhaltung und ergonomische Maßnahmen am Arbeitsplatz sind ebenfalls entscheidend, um die Wirbelsäule zu entlasten und Überlastungen zu vermeiden. Das richtige Heben und Tragen schwerer Gegenstände ist ebenfalls von Bedeutung, um Verletzungen der Bandscheiben zu vermeiden. Was auch sehr wichtig sein kann, ist eine gesunde Ernährung und ein gesunder Lebensstil, welche dazu beitragen können, die allgemeine Gesundheit der Bandscheiben zu fördern. Wichtig zu beachten, dass jeder Fall von Bandscheibenvorfällen individuell ist und eine personalisierte Behandlungs- und Präventionsstrategie erfordert. Ein Facharzt oder ein Physiotherapeut kann eine genaue Diagnose stellen und einen geeigneten Behandlungsplan empfehlen, der auf den spezifischen Bedürfnissen und Zielen des Patienten basiert. Nun kommen wir zur Rehabilitation des Bandscheibenvorfalls. Dazu haben wir uns 5 Übungen ausgesucht, bei denen wir 3 Übungen präsentiert haben. Die erste Übung, die wir uns ausgesucht und präsentiert haben, ist die Übung, dass wir unser Knie zu unserer Brust ziehen. Dazu tun wir abwechselnd ein Knie zur Brust ziehen, um die Wirbelsäule zu mobilisieren. Das heißt, unser Körper ist komplett gestreckt, tun unsere Beine anwinkeln, sodass wir diese dann zu unserer Brust ziehen können. Die zweite Übung, die wir nicht präsentiert haben, aber trotzdem ausgewählt haben, ist der Unterarmstütz. Also eine Plank. Dazu geht man in die Bauchlage. Man tut sich auf seine Unterarme und Zehen stützen, um Rumpf- und Rückenmuskulatur zu stärken. Die dritte Übung, die wir uns ausgesucht haben und präsentiert haben, ist der Beckenlift. Dazu geht man in die Rückenlage, tut das Gesäß anheben, um Gesäß- und Oberschenkelmuskulatur zu stärken und die Wirbelsäule zu entlasten. Als vierte Übung haben wir Kniebeugen. Dazu gehen wir in einen schulterbreiten Stand, beugen unsere Knie und das Gesäß, um die Beinmuskulatur zu kräftigen und die Wirbelsäule zu entlasten.